Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Wir sind wieder am Start mit Nina Chuba. Wir holen, wie gesagt, alles auf, was es zum Aufholen gibt. Ich fühle mich so ein bisschen wie Usain Bolt quasi, weil er einfach alles aufgeholt hat. Für diesen schlechten Witz könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen, Freunde. Ansonsten würde ich sagen, möchte ich gar keine Zeit mehr verschwenden mit meinen schlechten Witzen. Wir hören rein bei Nina Chuba und Power, wie Jeremy Fragrance sagen würde. Ich bin sehr gespannt. Einer der längeren Songs von ihr, 3 Minuten 20, ist für das Album hier auf jeden Fall relativ lang, beziehungsweise auch allgemein leider mittlerweile für deutsche Songs kann man gar nicht sagen, weil es ein englischer Song ist, WTF, aber für Songs allgemein relativ lang, weil viele Songs einfach nur knapp 2 Minuten lang sind. Was bei ihr nicht der Fall ist. Ihre Songs sind meistens so 2,5 bis 3 Minuten lang. Jetzt 3 Minuten 20. Ich freue mich sehr drauf. Wir hören rein. Let's go. Ich habe so ein bisschen Imagine Dragons Vibes gerade. Oder warte, Imagine Dragons heißen die, oder? Ja. Ich habe kurz an American Dragon auch gedacht. Aber American Dragon ist eine gute Kinderserie gewesen. Boah, der Aufbau war richtig schön. Gerade mit Kopfhörern ist halt hier so bam, 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 bam vom Ort zu Ort geswitcht. Der Aufbau gerade, der Einstieg von ihm war sehr, sehr angenehm. Boah, ich find's so cool, dass so viel im Beat passiert. Das allgemein, das macht sie bei den englischen Songs auf jeden Fall mehr als bei den deutschen, habe ich das Gefühl, dass sie so mit diesen Beats spielt, mit den Sounds spielt, mit den Sachen, die man einbauen kann, damit spielt. People you don't even know. Krass. Okay. Holy shit. Okay, ich hätte mir ein bisschen was Lauteres gewünscht, bei auch gerade bei dem Namen Power und wie es gerade nochmal so bam aufgebaut wurde, hätte ich gerne so einen richtigen Knaller gehabt noch. Aber diese Stimmfarbe mag ich gerne von ihr. Boah, okay, der Einstieg und der Part war nice. Hab ich sehr gefühlt. Was passiert denn im Beat die ganze Zeit? Das hört sich gerade an wie Sweet Dreams so ein bisschen. Achtet mal drauf. Hört ihr auch so ganz bisschen Sweet Dreams raus? Jetzt. Holy shit. Boah, der Beat ist sehr geil. Krass. Und jetzt halt so einen dolleren Knall hätte ich mir mehr gewünscht. Das ist nice. Ich habe gerade Bu gesagt. Ich wollte U sagen. Ich habe mich, kurz auch mal hier Ghostbuster geworden, kleiner. Das ist auch alles so sehr, sehr träumerisch, so ein bisschen vom Vibe her. Ich hätte mir wirklich einmal so einen Knall, einmal so einen kleinen Power hätte ich mir gewünscht. Und
aber der Beat ist wirklich wunderschön. Wisst ihr, wie viel hier so passiert? Schon sehr nice. Und auch so ein langes Beat-Outro finde ich auch gut. Und auch, dass der Song so lang ist, dass man sich Zeit genommen hat für die Momente, die man erschaffen wollte quasi. Stark. Das Einzige, ich hatte, wie gesagt, einmal so ein mehr Kraft, so ein bisschen mehr Power wirklich hätte ich mir gewünscht. Aber ansonsten sehr, sehr schöner Song. Vielleicht die Mitte war mir ein bisschen zu ruhig einmal. Deswegen da irgendwie noch ein bisschen mehr Power. Aber abgesehen davon ist der Beat zum Beispiel wunderschön geworden. Holy shit, der Beat richtig, richtig nice. Wirklich ein paar überraschende Momente im Song auch gehabt, die ich nicht so erwartet habe. Und da merkt man mal wieder, wie verspielt und wie künstlerisch ihre Musik eigentlich ist. Ja, dass nicht eben alles nur Wildberry Lillet ist. Deswegen freue ich mich hoffentlich auch auf solche Art Songs auf dem deutschen Album. Dann bin ich mehr als zufrieden, wisst ihr? Dann bin ich wirklich mehr als zufrieden. Wir hatten jetzt mit Fieber und Glatteis schon zwei, die auf jeden Fall mehr in diese Richtung gehen, so, von diesem Album. Würde mich freuen, wenn wir davon noch ein, zwei weitere finden werden. Werden wir zusammen entdecken, Freunde. Ich freue mich sehr drauf. Danke, dass ihr auch bei dieser Catch-Up-Series hier am Start seid und nicht bei der, nicht bei der Mario-Series, sondern bei der Catch-Up-Series seid ihr am Start. Weil es ja sehr, sehr alte Songs sind, die wir uns hier anhören und dass ihr trotzdem noch so zahlreich hier immer erscheint. Freut mich sehr. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Bleibt so fresh und gut aussehen wie immer. Und ciao.